Moin Leute, euer Xanders begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Was wäre, wenn Vegeta nie eine Super Saiyajin-Stufe gelernt hätte? Bei dieser Theorie könnte Vegeta einen wirklich leid tun. Dafür müssen wir zum Kampf gegen C19 gehen. Vielleicht hätte Vegeta auch hier eingegriffen, aber dann hätte er sehr schnell gegen C19 verloren. Aber so gesehen sind Son Goku und Vegeta selbst ohne Super Saiyajin stärker als C19 und Dr. Gero, nach meiner Rechnung jedenfalls. Aber wenn Vegeta nicht kommen würde, würde sehr sicher Piccolo eingreifen. Da sie die Energie der Cyborgs nicht spüren, wusste Piccolo ja nicht, dass er so leichtes Spiel gegen sie hätte. Weil Piccolo ist ja stärker als C19 und Dr. Gero. Nachdem der Kampf gegen C19 angefangen hätte, würde er merken, dass C19 nicht wirklich stark ist. Yamshu würde dann hier Son Goku wegbringen, weil Yamshu ist sowieso nutzlos. So gesehen würde es aber eigentlich gleich ablaufen, dass C19 besiegt wird und Dr. Gero fliehen kann. Ohne Super Saiyajin hätte Vegeta gegen C18 noch viel weniger Chancen und würde sehr schnell besiegt werden. Die anderen würden sicher auch eingreifen, aber natürlich ohne Erfolg. Gehen wir zum Raum von Geist und Zeit. Hier wären sicher Son Goku und Son Gohan als erstes reingegangen. Da Son Goku sich sicher ist, dass Vegeta nichts ausrichten könnte. Sagen würde es ihm aber nicht, da er weiß, dass Vegeta sehr stolz ist. Nach seinem Training im Raum von Geist und Zeit wäre Son Goku Cell in seiner zweiten Form sehr überlegen. Cell würde Son Goku hier wie auch Vegeta das Angebot machen, wenn er C18 kriegt, würde er noch viel stärker werden. Diese Situation hatte ich glaube ich schon zweimal in anderen Theorievideos. Son Goku würde das Angebot nicht annehmen, da er keinen anderen opfern würde, um einen Kampf zu kriegen, auch wenn es ein Cyborg ist. So würde Son Goku Cell früher oder später erledigen. Auch wären sie auf einer anderen Insel, da Son Goku mit seiner Teleportation zu Cell kam. Daher nicht die Insel, wo C18 wäre, mit C16 zusammen. Mit den Dragon Balls würden sie natürlich alles rückgängig machen. Bei Buu könnte es wahrscheinlich zu Ende sein, wie so oft, da er zu stark wäre. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit. Und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!